Hallo Freunde und willkommen zurück bei Cryo 4. Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott, ah! Nein, okay. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Gott, ich glaube, ich habe es absichtlich vergessen. Wir müssen ja, glaube ich, hier drüber weggehen. Gott, warum tue ich das nur? Warum tue ich das nur? Und ich glaube, ich kann mich auch noch vage erinnern, dass wir da vorne rechts in die Tür rein mussten. Türk, Türk. Das Ende rückt näher. Hallo. Hier rein war es, glaube ich. Hier hat uns so ein Kind empfangen. War die Notiz auch schon da? Ja, die war vorher auch schon da. Gut, die haben wir schon. Wir haben einen Schlüssel gekriegt. Apartment Key. Generic Key for Apartment. There is no note next to the to it. Neighbor across. Wir haben ja hier den Schlüssel gefunden, genau hier war das. Also, across heißt ja gegenüber, also rüberlaufen, across the street, über die Straße. Also, gucken wir mal. Use. Oh Gott, es hat wirklich funktioniert. Und da ist ein Durchbruch in der Wand drin. Hier ist es wenigstens, hey, hier würde ich gerne bleiben. Ach. War ja klar, dass da eins ist. Hat man auch schon leicht gehört. Ah! Ich bin kein guter Nahkämpfer. In keinem Spiel. Hier liegt nichts, hier liegt auch nichts. Und ich hatte auch keine Chance, ihm gerade auszuweichen. Aber zum Glück kann man wenigstens noch ein paar Spritzen. Gut, es kommt, dass die Monster hier wirklich so verdammt viel Schaden machen in dem Spiel. Uah! Steht er da einfach unter dem Bett auf? Nein. Always look under your bed. Mate's a monster down there. Gott, ey, da schrecke ich mich schon, obwohl es jetzt noch so hell ist und so weiter. Und dann steht ja einfach so ein Vieh auf, ne? Ah, und dies. Hier ist noch irgendwo ein Baby. Kind. Ich hör's doch. Ich hör doch die Mülltüte. Das. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Attacke! Erster Schlag gehört mir. Zweiter auch. Dritter hat's mich getroffen, okay. Das ist ein Messerkampf hier. Boah. Das Spiel strapaziert mich schon so ziemlich äußerst, muss ich sagen. Meine Spritze. Geh weg. Hier kommt nichts, nein. Da habe ich mir vorsichtig die Spritze mal rein. Ich hasse Spritzen. Oh, wir haben sogar Blut am Messer. Jetzt. Nun gut. Wieder mit dem Messer drüberweilen. Wer hat da die Tür eingetreten? Die Wand. Keine Tür. Nein, ich wollte sie nicht anlocken. Sie sollte, konnte ruhig geschlossen bleiben. Und diese Kugelschreiber sehen so verdammt aus wie Spritzen. Viel zu dunkel hier. Licht? Nein, okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, wir sind jetzt hier im vierten Stock. Ne, im zweiten. Wir sind im Treppenhaus. Moment, warum sind wir denn schon wieder hier? Gott. Was hat uns das denn jetzt gebracht? Ist jetzt diese Tür hier offen? Ich raff gerade gar nichts mehr. Tut mir leid. Wo muss ich denn hin? Viel zu dunkel. Ist jetzt vielleicht irgendeine Tür offen? Wir haben auch nichts mehr im Inventar. Okay. Nichts Neues. Ja, muss ich irgendwo was aufsammeln? So, wir haben hier den Schlüssel aufgesammelt. Und die Tür geöffnet.
Jetzt nirgendwo weiter. Hier ist auch nirgendwo irgendwas zum Aufsammeln. Huch. Ich habe gerade durch die Wand die Tür geöffnet. Das. Oh, muss man auch erstmal schaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immerhin bin ich schon mal ziemlich sicher, dass wir hier erstmal alle Monster vorerst erledigt haben. Vielleicht habe ich irgendwas auf dem Boden übersehen. Kugelschreiber. Wie viele Kugelschreiber haben die denn hier? Was brauchen die denn so viele? So, hier kam das Bettmonster. Die Betten sehen auch wunderschön aus. Schön quadratisch, die Kopfkissen hier und so, ne? Also, boah, Ordnung muss sein, ne? Hier geht's nicht weiter. Hier liegt auch nirgendwo was. Ah, gerade irgendeine Tür versucht. Geht auch nicht. Hä? Wo muss ich denn hin? Ja. Oh. Die nehme ich mir mal. Is that a body? Holy Jesus Christ. He's holding a gun. Better take it with me. Ja, besser ist es. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen, die Waffe. Und ein Schlüssel. You got a hall key. Na, jetzt geht das Spiel jetzt los. Jetzt hab ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen, hoffe ich mal. So, das legen wir mal auf die 3. Looks like a kind of key for a hall door. Okay. Wo das Fadenkreuz auch ziemlich klein ist. Ziemlich groß ist. Ja, dann lassen wir das Licht lieber an. Huch. Ich einmal zu doll gedreht. Na, wenn das mal nicht der Schlüssel hierfür ist. Ich würde am liebsten zurückgehen und speichern. Okay, die Dinger machen auch wenig, nicht gerade wenig Schaden. Die haben irgendwie eine Stahlspitze im Kopf. Deswegen explodieren die. Guckt euch das nochmal an, ey. Uah, widerlich. So, liegt hier irgendwas rum. Wir wollen eigentlich nicht nach unten gehen. Ich guck trotzdem erstmal nach unten. Die Musik ist natürlich sehr beruhigend für meine Nerven. Ah, hier geht's. Nein. Nein. Bleib weg. Einfach nein. Am besten einfach durchlaufen. Dann kann gar nichts passieren. Hula! Verflucht nochmal. Stirb. Boah, ich erschrecke mich. Viel zu leicht in diesem Spiel. Geh aus, bleib aus. Ich will dich nicht hören. Das ist Radio. Oh, hier kann man speichern. Eine glückliche Spritze. Ja. Speichern wir erstmal. Boah. Ich bin viel zu schrecklich für das Spiel. Okay, wir wissen auf jeden Fall. So, zwei Schuss haben wir noch. So. Nachladen geht nur ohne Taschenlampe. Viel zu dunkel ohne Taschenlampe. Ich sehe gar nichts. Verdammt. So. Da war nichts mehr. Aber dieses Geheule, das hat mich eben gerade... Ah, okay. Wir gehen auf jeden Fall nochmal zurück, weil ich glaube, da geht es nämlich nach oben. Da ist der Weg bestimmt nicht versperrt. Und ich will jetzt mal gucken, ob wir irgendwo noch Spritzen, Munition oder ähnliches auf dem Boden rumliegen. Hier geht es ja noch ein bisschen tiefer. Ha, ich wusste es doch. Jedes Magazin ist... Wo kommst du denn her? Jedes Magazin ist Gold wert in diesem Spiel. Dann gucken wir nochmal noch ganz oben. Wir sind einmal runtergegangen. Bloody Messi, ey. Stop, do not enter. Will ich auch gar nicht. Now, as I need to kill some kiddies. I stuck the elevator in the hall. So only the personnel.
can access it by a secret code. I guess no kitty will find that out. So they will just have to take the stairs. Ja. Oh, 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 voilà. Das. Oh. Ich guck trotzdem mal. Ich hab komplett gerade den Orientierungssinn von diesem Level verloren. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ah, hier sind wir über den Balkon reingekommen. Okay, dann haben wir eine kleine Abkürzung freigeschaltet. Oh Gott. Und ich habe mir jetzt auch wirklich vorgenommen, jeden Tag mindestens 2 Folgen von diesem Spiel aufzunehmen, damit ich schnellstmöglich mit diesem Spiel durch bin. Merkt ihr die Ironie? Wir sind gerade bei der ersten Folge von dem zweiten Tag dieses Spiels. Schön Zeit lassen beim Schießen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zumindest. Ah, hier gibt es also den Code. Also hier müssen wir den Code eingeben. Für den Fahrstuhl. Ja, das heißt, wir müssen den Code noch suchen. Und ich vermute mal, der ist ganz unten. Mal wieder. Welch ein Zufall. Unglaublich. Wie auch immer man diese Codes hier versteckt. Wir speichern nochmal. Hier ist es schön ruhig. Das erinnert mich mal so ein bisschen an Resident Evil. Bei Resident Evil 1 und so weit. Ich glaube auch 1, 2. Die 2 habe ich gar nicht gespielt. Bei 1, 3. Dem Remake von 1. Noch welche. Ich glaube, da gab es immer diese schönen abgesonderten Räume, wo eine entspannende Musik war. Wo dann eine Schreibmaschine auf dem Tisch stand. Und wo man einfach ein bisschen ausspannen konnte. Wo keine Monster waren, eigentlich nie. Okay, da ging nicht raus. Jetzt sind wir im ersten Stock. Wir wollten aber nach oben, im vierten. Also ein bisschen Grafikbugs da. Oh, hier liegt auch noch ein Aufnahmegerät. So, ich speichere mal von oben jetzt mal durch. Ich gehe nach den letzten, dann fange ich wieder mit dem ersten an. This door won't watch. This door is locked. Sag jetzt nicht, ich habe auch meinen Schlüssel übersehen. Das gibt es doch nicht. Warum muss hier alles so versteckt sein? Guck mal ein bisschen auf den Boden. The lock is jammed. I can't open it. Müssen wir doch auch gar nicht, oder? Das Glas kriegen wir nicht kaputt. Das funktioniert nicht. Da liegt ein DVD-Player. Wir haben irgendwo einen Schlüssel übersehen. Vielleicht oben beim... Huch. Warum können wir mit dem Fahrstuhl fahren? Wir haben doch den Code gar nicht freigeschaltet. Ich will nicht. Nein, lass mich. Ich will unten bleiben. Ich habe es jetzt eigentlich mal einfach nur so ausprobiert. Das funktioniert. Das hat funktioniert. Das beunruhigt mich. Verdammt. Vierter Stock. Hier wollten wir hin. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. This one was a good one. Very nice to kill. Easy to cut with my knife. Like to cut food. Uah, sagt jetzt nicht, der hat ja auch noch aufgegessen. Der Typ ist in. In here. Blut. Nachricht. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht mehr rein. Der braucht unsere Hilfe gar nicht mehr. Wir gehen trotzdem rein. One punch. Oh no. Did he do this to himself? Hat er das sich selbst angetan? Da ist ein Schlüssel in der Badewanne. Nein, greift er doch nicht rein. Okay, das war jetzt unbeabsichtigt laut gewesen. Ich wollte eigentlich nur so dramatisch einatmen.
Pillen geschluckt, hat sich aufgeschlitzt und hat die ganze Badewanne eingesaut. Toll gemacht. Okay, ich vermute mal, die Tür hier ist aufgegangen. Die Terrassentür. Maybe I can climb down here. Vielleicht kann ich hier runterklettern. Yes. Oh, verdammt doch mal. Diese Gegner sind mies. Oh. Aber wenigstens erkennt man schon... Erkenne ich... Achso, hier könnte ich... Nee. Wo will er denn hier runterklettern? Halte ich für keine gute Idee. Schon wegen diesen Viechern. Die schreien... Ah, ein Seil und Munition. Okay, wir haben es gerade ein bisschen mit Munition. Wir haben auch nur noch 2 Schüsse im Magazin. Würde ich mal sagen, laden wir erstmal nach. Und ich würde sagen, pause ich mal kurz. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, macht euch über den Punkt lustig, wie ihr schreit wie ein kleines Mädchen. Würde ich sagen, nochmal danke fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss. Hilfe.